gute alte 103 vor einem Intercity. Es ist keine nostalgische Aufnahme oder Sonderfahrt, nein. Es ist der planmäßige IC 2410 Köln-Flensburg. Jeden Freitag ist er mit einer 103 und einer weitgehend historischen Wagengarnitur unterwegs. Dazu gehört auch dieser alte Rheingold-Clubwagen. Mit fast 200 Sachen rauschen wir jetzt über die Gleise. In den 70er Jahren noch eine Sensation. Heute nimmt kaum jemand Notiz von der Geschwindigkeit. Die 103 war die klassische Intercity-Lok überhaupt. Mit ihr ging 1971 das IC-Netz in Deutschland an den Start. Es war die erste E-Lok-Baureihe, die für Tempo 200 zugelassen war. Die ästhetische Formgebung und Eleganz ließen sie bald zum Prestigeobjekt der alten Bundesbahn werden. Seit dem Sommer 2003 ist die 103 im IC-Verkehr Geschichte. Die noch betriebsfähigen Vertreterinnen sind heute Museumsloks. 103 235 hat auch im Jahr 2011 die Ehre, planmäßig unterwegs sein zu dürfen. Von Flensburg nach Köln bespannt sie den IC 2417, Ausfahrt in Neumünster. Der IC-Betrieb heute wird vornehmlich von der Baureihe 101 bestimmt. Lichtgrau mit verkehrsroten Streifen ist jetzt das Erkennungsmerkmal der Wagen. In den heute eingesetzten IC-Zügen finden sich verschiedene Wagentypen. In der zweiten Klasse sind es oft diese klimatisierten Großraumwagen der Bauart BPMZ. Auch Abteilwagen gibt es in der zweiten Klasse. Standard ist das Bordbistro. Snacks, Kaffee oder anderes wird hier angeboten. Direkt im Bistrowagen beginnt der Bereich der ersten Klasse. Offene Sitzgruppen und Abteile werden angeboten. Fast alle heute eingesetzten IC bestehen aus ein bis zwei Wagen der ersten Klasse und bis zu 9 Wagen der zweiten Wagenklasse. Im aktuellen Fahrplan 2011-12 gibt es 20 Intercity- und Eurocity-Linien. Im Takt rollen sie durch die Republik und ins benachbarte Ausland. Gehalten wird nur in größeren Orten. 101-133 ist mit dem IC 2157 Frankfurt am Main-Leipzig unterwegs. Zu- und Umsteigehalt in Fulda.
Fast alle IC-Züge werden heute als Wendezüge gefahren. Auch geschoben kann mit den Steuerwagen Tempo 200 gefahren werden. Aber nicht nur 101er gehören zu den heutigen IC- und EC-Zugpferden. So rollen im grenzüberschreitenden Verkehr nach Luxemburg E-Loks der Baureihe 181.2. Dort, wo es keinen Strom gibt, dieselt die Baureihe 218 mit den weiß-roten Zügen über die Gleise. Zu den klassischen Varianten gehört die Baureihe 120, die erste in Serie gebaute Drehstromlokomotive der Welt. 1979 kommt die erste von ihnen auf die Gleise.